Was macht denn Olympia so besonders? Dass es alle 4 Jahre stattfindet oder gibt es noch andere Gründe? Ja, also ich war ja jetzt schon 2-mal dabei und für mich war es tatsächlich dieses Zusammenwohnen mit vielen Nationen, mit vielen Sportarten in diesem olympischen Dorf, was nochmal so ein bisschen den Spirit bringt. Und ja, dann im Stadion ist es für mich eher so weltmeisterschaftsvergleichbar, aber dieses Drumherum ist dann schon irgendwie anders. Man muss sich ja auf so einen Wettkampf fokussieren. Da spricht man bei Sportlern immer auch gerne vom Tunnelblick. Aber wenn ich irgendwelche Tennisspieler da sehe, Leichtathleten, Usain Bolt steht da vorne, holt sich einen Cappuccino, das lenkt doch dann ab auf den eigenen Wettbewerb, oder? Ich glaube, das ist jeder anders. Also ich kann mir auch Wettkämpfe während des Speerwerfens angucken, muss dann halt nur rechtzeitig wieder sich auf mich konzentrieren. Aber die ganze Zeit jetzt nur gar nicht rechts und links gucken, das brauche ich nicht, das kann ich nicht. Da lasse ich mich gerne auch von anderen Sportlern inspirieren, von der Emotionen, die drumherum passieren, vielleicht nochmal beflügeln. Und ich glaube, da muss jeder das richtige Mittel für sich selber finden. Was war denn das schönste Erlebnis bei Olympia? Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich damals in Peking die Quali überstanden habe. Das war für mich ein Riesenerfolg, dann sogar noch im Finale unter den besten 8. Ansonsten, dieses Miteinander mit den anderen Leuten, das ist auch immer eine sehr schöne Erfahrung. Mein Sohn, der ist jetzt 6, wird 7 und der probiert so langsam mal was aus. Warum sollte der mal irgendwann mal Speerwerfer werden? Der muss nicht Speerwerfer werden. Nein, ich glaube, jeder muss das für sich finden, was er gerne machen würde. Vielleicht auch eher ein Mannschaftssportler, der sich in einem Team viel wohler fühlt. Wenn er Talent zum Werfen hat, dann ist es vielleicht die richtige Wahl. Speerwerfen finde ich, ist eine sehr schöne Disziplin. Ich liebe es, so eine technische Raffinesse dabei zu haben, aber dann auch den Speer möglichst weit fliegen zu sehen. Das finde ich schön. Wenn er das auch schön findet, ist es vielleicht was für ihn. Wie bist du zum Speerwerfen gekommen? Liegt ja auch nicht so auf der Straße, sag ich mal. Ich gehe zum Speerwerfen. Nee, aber ich glaube, ich konnte immer schon ganz gut werfen. Ich bin schon mit 6, glaube ich, im Leichtathletikverein bei mir im Dorf gelandet. Die Sportangebote waren jetzt nicht riesig. Da lag Leichtathletik irgendwie so ein bisschen auf der Hand. Ich habe auch Schwimmen und Tennis ausprobiert, was ich jetzt, glaube ich, auch nicht ganz schlecht konnte. Aber im Endeffekt hat mich dann mein jetziger Trainer angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, bei ihm zu trainieren. Das war damals der Trainer von Steffi Nerius, das hatte man natürlich schon mal gehört. Das hat man dankend angenommen und dann plötzlich war man Speerwerfer. Kriegt man eine besondere Bindung zum Speer? Hat er einen Spitznamen? Also mein Speer jetzt nicht. Es war ja auch bei der WM zum Beispiel so, dass ich gar nicht meinen eigenen Speer werfen konnte, weil es gibt da eine Liste, die IAAF rausbringt. Wenn die Art des Speers, den man selber hat, auf dieser Liste steht, dann darf man seinen nicht mehr mit in den Wettkampf nehmen und muss das Fabrikat oder den Speer, der da ist, benutzen. Wie viel hat man da so zu Hause eigentlich? Zu Wettkämpfen nehme ich immer so 4 bis 5 Speere mit, zum Einwerfen und im Wettkampf halt, dass ich mindestens 2 und 2 habe. Insgesamt haben wir mehr, weil zum Training nehmen wir andere Speere, die nutzen nämlich ab. Und wenn man, glaube ich, die ganze Zeit nur mit einem Speer werfen würde, dann wäre die Saison durch und würde dann im Wettkampf nicht mehr funktionieren. Wo ist denn der Speer, mit dem du Weltmeister geworden bist oder Weltmeisterin? Vermutlich irgendwo in Peking. Darf man den ja nicht mitnehmen und als Souvenir mit nach Hause nehmen? Ich habe jetzt nicht gefragt, aber ich glaube fast, dass die Chinesen auch Nein gesagt hätten. Was ist denn im Speerwurf der perfekte Wurf? Ja, der perfekte Wurf, wenn man möglichst hohe Geschwindigkeit hat, die dann auch auf den Speer bekommt. Das heißt, die Kette von unten nach oben, also von Stämmen über Hüfte auf die Schulter, langer Arm und dann auf den Speer. Wenn man das am besten übertragen kriegt und dann auch noch den Speer mit dem richtigen Winkel anstellt, dann wird er, glaube ich, ganz gut. Schon mal erlebt? Und wenn ja, wie oft? Wenn ich mir das Video von Peking angucke, sieht man so im letzten Augenblick, dass der Speer schon zu steil nach oben weggeht. Also der perfekte Wurf war wahrscheinlich noch nicht dabei. Wann merkt man das denn?
direkt beim Abwurf oder muss man erst gucken und fliegen sehen? Also beim Abwerfen merkt man schon meistens, ob der gut oder schlecht ist. Auch in Peking habe ich gedacht, so, okay, der ist nicht schlecht. Dass er jetzt 67 fliegt, das kann ich nicht fühlen. Also da musste ich dann doch auf diesen Flug und auch am Ende auf die Anzeigetafel gucken. Tennisspieler klagen über Tennisärmel. Hast du einen Sperrwurfarm? Mit Sicherheit. ja, es sind immer so kleine Wehwehchen, Ellbogen, Schulter, aber die haben wir dank guter medizinischer Betreuung auch ganz gut im Griff. Ich denke, ich bin auch drumherum ganz gut trainiert, dass die Probleme sich Gott sei Dank in Grenzen halten.